Herzlich willkommen im Gebäude der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Salon Sophie Charlotte unter dem Thema Life is Life. Salon Sophie Charlotte kennen Sie vielleicht, ist eigentlich ganz anders, findet im Winter statt, ganz viele Menschen im Gebäude, ganz viele Stationen, an denen sich die Menschen drängen. Jetzt, im Rahmen der Pandemie, haben wir einen Hörparcours, eine Lebenslinie, auf der Sie durch unser Gebäude und vorher über den Gendarmenmarkt spazieren können und vor allen Dingen etwas hören und sehen können, aber ein Stück weit für sich hygienekonform, der Parcours mit der Lebenslinie erklärt sich ganz von selbst. Wenn Sie sich umwenden, sehen Sie in einem großen Glaskasten die erste öffentliche Uhr Berlins. Im 18. Jahrhundert gab die Akademie der Wissenschaften der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit an. Die Uhr, vor der Sie stehen, hatte ursprünglich zwei Zifferblätter. Ein Zifferblatt zeigte in die Akademie, in den Sitzungssaal, und verhinderte, dass die Sitzungen zu lang wurden. Ein anderes Zifferblatt zeigte nach draußen und gab der Stadt die Zeit an. Die Veranstaltungen, die im Rahmen des Salons stattfinden, die leisten natürlich einen ganz wichtigen Beitrag, damit Wissenschaft und Öffentlichkeit in Dialog kommen. Und das ist gerade in heutigen Zeiten, denke ich, ganz wichtig, wo wir natürlich eine große Debatte über Fake News, Social Media, Echo Chambers haben. Und da sind solche Formate wichtig, um zu erklären, wie wissenschaftliche Ergebnisse generiert werden, auf welche Methoden sie beruhen. Und das aktuelle Format Life is Life ist natürlich nochmal ein ganz besonderes. Das ist wirklich Wissenschaft zum Anfassen. Es wird plastisch dargestellt und auf Basis von Hörmaterial ergänzt. Also ein ganz neues, interessantes Format. Treten Sie ruhig näher. Werfen Sie einen kurzen Blick auf dieses Glas. Was schwebt denn darin wie ein Korallenriff im Aquarium? Seltsames Gebilde, nicht wahr? Sieht von der Ferne aus wie ein Mini-Engel. Aufgeschnitten, die Flügel ausgeklappt, die Schwingen an den Rändern tief gelappt. An den rötlich-bräunlichen Flügelflächen viele kleine, fast koronaförmige Sternensonnen. Buchten, Höhlen, Schluchten in der Mitte. Gerundete Canyons mit dicken, glatten, freigelegten Wänden.
Anatomie kommt einem in den Sinn. Keine schlechte Idee. Machen Sie doch einen Schritt ums Eck. An der rechten Schmalseite des Glases finden Sie des Rätsels erste Lösung. Schwarz auf weiß steht das Wichtigste auf ein Klebeetikett geschrieben. Vor Ihnen steht eine konservierte menschliche Lunge aus dem Pathologischen Museum der Charité. Sie stammt aus dem Jahr 1912 und gehörte einem kleinen Mädchen, gerade einmal 2¼ Jahre alt. Die heutige Forschung aber interessiert sich gar nicht für die damalige Todesursache, Lungenentzündung. Vielmehr geht es um die Krankheit, mit der für Helene alles Leid begann. Masern. Die Gewebeprobe wandert in die Hightech-Labore des Robert-Koch-Instituts. Dort lösen die Molekülspezialisten Sebastian Calvignac-Spencer und Ariane Düx so viel Virus-RNA aus dem Gewebe heraus, dass sie schließlich das älteste und nahezu vollständige Masern-Virus-Genom rekonstruieren können. Das Mobile steht für unsere Forschung an freilebenden Guinea-Pavianen im Senegal. Guinea-Paviane sind eine von 6 Pavianarten, die man in Afrika südlich der Sahara sowie auf der arabischen Halbinsel vorfinden kann. Paviane sind ein sehr interessantes Modell für die Evolution von Sozialsystemen, da sie in verschiedenen Gesellschaftsformen leben. Was sehr auffällig ist, wenn man sich mit Guinea-Pavianen befasst, das sind die äußerst freundlichen und toleranten Beziehungen der männlichen Tiere untereinander. Es gibt kaum aggressive Auseinandersetzungen. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel nicht in der Lage sind, so etwas wie eine Ranghierarchie festzustellen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für Primaten. Das ist anders bei den Mantelpavianen, wo die Männchen mehr oder weniger vollkommen die reproduktiven Entscheidungen der Weibchen kontrollieren. Wir sprechen daher bei den Guinea-Pavianen auch von der Freiheit der Weibchen, sich für verschiedene Partner zu entscheiden. Zusammenfassend kann man also sagen, die soziale Organisation ist ähnlich wie bei den Mantelpavianen, aber die Qualität der sozialen Beziehungen ist ganz anders, sehr viel freundlicher und toleranter. Die Suche nach extraterrestrischem Leben ist eines der spannendsten Gebiete der heutigen Weltraumforschung. Und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten große Schritte in diese Richtung machen werden. Bisher gingen die meisten Forscher davon aus, dass zur Entstehung des Lebens temperiertes Wasser notwendig ist, zum Beispiel eine Art Ursuppe auf der frühen Erde. Inzwischen gibt es aber Anzeichen dafür, dass es auch anders gehen könnte. Erkenntnisse aus der Geobiologie zeigen, dass das Leben wesentlich robuster ist als bisher angenommen. Also was mich am meisten Sound oder Zuhören interessiert, ist auch Sound für mich oder Klang ist als Metapher. Weil wir hören eigentlich nicht nur mit unseren Ohren zu, sondern wir hören mit unserem Gehirn und mit unserem Körper zu. Und durch Vibrationen und durch eigentlich auch sogar, wenn wir atmen Luft. Und die Luft ist auch ein Medium, was Sound dann ausbreiten. Also ohne Air wird alles wirklich stiller. Und ja, also das als Resonanzkörper, ich befinde mich dann in dieser Welt. Und mittendrin sozusagen, das höre ich.
Ja, Mosul und kein Ende, die intentionelle Zerstörung von Kulturerbe. Wir haben sicher alle die Bilder vor Augen, wie Terroristen des sogenannten Islamischen Staats in das Museum von Mosul eindringen, bewaffnet mit riesigen Vorschlaghämmern, mit denen sie assyrische Skulpturen traktieren, umstürzen und andere Teile des kulturellen Erbes zerschlagen. Das war sicher schockierend für die Weltöffentlichkeit, mit welcher Barbarei man dort nicht nur in Mosul, sondern auch in Ninive, in Nimrud, in Palmyra gegen das kulturelle Erbe wütete. Aber die bewusste Vernichtung von kulturellem Erbe ist nichts Neues. Es ist keine Erscheinung des Islamismus des 21. Jahrhunderts, sondern zieht sich letztlich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Wenn man von Kulturzerstörungen spricht, von intentionellen, muss man natürlich auch die kolonialen Eroberungen in den Blick nehmen. In Lateinamerika im 16. Jahrhundert, das war schon ein kultureller Ikonoklasmus von wahrhaft genozidalem Ausmaß. Ich hatte immer schon eine große Faszination für all das, was man von Tieren so findet. Ich erinnere mich, wie ich als Kind einmal auf dem Nachhauseweg von der Schule eine tote Fasanenhenne am Straßenrand gefunden habe. Und da habe ich mir den Vogel angeschaut, so wie er da lag. Das Gefieder, die Struktur, die Farben. Das war unglaublich schön. Und dann habe ich den toten Körper in die Hand genommen. Da war für mich keine Spur von Ekel dabei, sondern einfach Neugierde. Und ich habe dann der Fasanenhenne die Schwanzfedern rausgerupft. Einfach, weil ich die Federn so unglaublich schön fand. Und die irgendwie, ja, aufheben wollte. Und die habe ich mit nach Hause genommen und in einer Schublade aufbewahrt. Das erste Mal, wo ich dann mit dem Beruf des Tierpräparators konfrontiert wurde, da war ich 10 Jahre alt. Das war in Form eines Zeitungsartikels. Ich weiß nicht mehr, was da genau drin stand, aber durch diesen Artikel wusste ich, dass es Leute gibt, die sich mit der Darstellung von Tieren beschäftigen, die das beruflich machen. Und ich wusste auch, wie dieser Beruf heißt. Und als ich das wusste, wusste ich auch, dass ich das bin. Im Juli 1966 ließ sich der Komponist Bernd Alois Zimmermann erste Termine für das elektronische Studio der Hochschule für Musik in Köln geben. In den nächsten Monaten sollte er dort 150 Stunden verbringen, um sein neuestes Werk zu realisieren. Tratto, Komposition für elektronische Klänge in Form einer choreografischen Studie. Das ist in beiden Zeitrichtungen zugleich. Gedanken über elektronische Musik. Wir reden heute nur über die sogenannte Fühlplatte. Sie ist einem Beutel gewesen, damit man nicht diese Oberflächen sieht und damit Assoziationen hat, sondern dass man sich tatsächlich auf dieses Fühlen konzentrieren kann. Und tatsächlich haben 3000 Befragte das gemacht. Sie haben sich auf ihr haptisches Gefühl konzentriert. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten wir ja viel mit Statistiken, mit Grafiken, mit Prognosen.
Und mit ihrer Hilfe können wir Aussagen darüber treffen, was in der Zukunft vielleicht eintritt oder eben auch nicht. Aber so oder so, nicht alles kann man in Zahlen fassen. Gerade wenn wir über die Zukunft nachdenken, sind auch Bilder wichtig, in denen sich unsere persönlichen Vorstellungen ausdrücken, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, vielleicht auch unsere Befürchtungen.